König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge König, Bube, Dame, Gast. Diesmal zur Kurzgeschichtensammlung Albträume. Und zu dieser letzten Folge dieser Sammlung begrüßen wir die wundervolle Gäste, nämlich die Conny. Hallo Conny. Hallo. Und ich freue mich, hier zu sein. Außerdem begrüße ich natürlich den Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und natürlich ebenfalls den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und euch, liebe Hörerschaft, es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wieder da. Conny, du bist wieder da. Du warst bei uns schon mal zu einer Folge relativ am Anfang. Du hast mit uns damals zu Amok aufgenommen. Ist genau. In der Zwischenzeit bei dir was passiert? Hast du neue Formate oder neue Projekte, die du bewerben möchtest? Oder hast du neue King-Bücher gelesen? Ich habe nichts zu pluggen im Moment, aber, also wir sind quasi in der Sommerpause, unser Podcast, aber wir kommen wieder. Das ist sehr schön. Und dann könnt ihr mich vielleicht nochmal einladen und dann kann ich es dann bewerben. So machen wir das. Du musst auch diesmal nicht wieder 3 Jahre warten, bis du das nächste Mal bei uns bist. Nein, aber wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Ja, wir wollen heute wieder über Kurzgeschichten sprechen, wie auch schon die letzten Wochen. Denn wir möchten heute mit euch die Sammlung Albträume zu Ende bringen. Mit den 3 Geschichten Dolan's Cadillac, Das Ende des ganzen Schlamassels und Kinderschreck. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns. Ja, und zwar gehen wir diesmal zurück ins Jahr 1985, denn da erschien die erste Ausgabe des Castle Rock Magazins oder des Castle Rock Newspapers oder der Stephen King Newsletter oder wie immer man es nennen will. Und davon erschienen bis 1989 55 Ausgaben. Es war so wirklich eine Zeitung. Meistens so 8 Blätter, die man so schön großformatig aufschlagen konnte mit allen möglichen Informationen über Bücher, Filme und allgemeinen Stephen King-related Themen. Und das Besondere ist, in dieser Zeitung, in den Ausgaben 2 bis 5, 1985, ist die Geschichte Dolan's Cadillac erschienen. Im Original heißt sie Dolan's Cadillac. Und sie kam 1986 dann tatsächlich auch in einer limitierten Ausgabe als eigenständiges Buch auf den US-Markt. Und King hat sie dann in seiner Sammlung Albträume an die erste Stelle gesetzt. Wie wir das ja schon in der Skeleton Crew hatten, King beginnt seine Sammlung scheinbar gerne mit einer längeren Erzählung. Aber ob Dolan's Cadillac ja, an den Nebel ranreicht, das müssen wir heute besprechen. Und dazu erzählt uns Jonas jetzt mal, worum es in dieser Geschichte geht. Der Lehrer Robinson ist auf Rache aus. Der Gangsterboss Dolan hat seine Frau mittels einer Autobombe umbringen lassen, um zu verhindern, dass sie als Zeugin gegen ihn aussagt. Robinson beobachtet Dolan 7 Jahre lang, bis er einen Plan hat, ihn umzubringen. Er gräbt an einem verlängerten Wochenende ein Loch auf einer Straßenbaustelle in der festen Zuversicht, dass Dolan diese Straße benutzen wird. Er schafft es auch dann, Dolan in seinem Cadillac in diese Falle zu locken und begräbt ihn in seinem Wagen. Und im Prinzip war es das auch schon. Okay, danke für die Zusammenfassung. Ja, Conny, du lachst schon so. Wie war denn dein erster Eindruck zu deiner Geschichte? Also mein allererster Eindruck war eigentlich gut. Also, der Underdog, der sich gegen den, Trump-mäßigen Mafia-Boss wehrt, der seine Frau umgebracht hat, hat man ja erstmal Mitgefühl und denkt so, interessant, wie mag das wohl aussehen und so. Aber dann, fand ich den Ich-Erzähler irgendwie super nervig irgendwann. Also auch wie er sich an seine Frau erinnert hat. Es war so ein bisschen typisch, wie man oder wie ein Autor eine Frau beschreibt. Wie war der Satz? Sie war nicht schön, aber hübsch. Still, aber sie konnte lachen. Und da fing es bei mir an, dass ich so ein bisschen genervt war von dem Typ.
Und ich dann auch ein bisschen gelitten habe während der ganzen Story. Wie ging's euch? Ich frag mal so, erstmal ging, also mir ging's so, für mich war der Anfang gefühlt wie so eine Roadrunner-Episode. Hattet ihr den Eindruck auch oder liegt das nur an meinem kranken Humor? Die ganze Geschichte über, ja. Ja. Yeah. Ich meine, das ist schon ein bisschen absurd, auch mit diesem, wo er dann dieses, was hat er dann draufgelegt über dieses Loch? Also quasi so Tücher oder was? Die aussahen wie die Straße? So ein Tuch? So? Oder? Ja, ja, so eine Segeltuchplane. Genau, das war schon sehr Roadrunner-mäßig, ja. Ja, aber auch der ganze Plan, dass er dann erstmal diese Straßenbau, beim Straßenbau anfängt zu arbeiten und so, ist schon sehr absurd. Ja, und wo ich am meisten gelitten habe, war dann, als er anfängt, da zu arbeiten, das Loch auszuheben und es geht ihm schlecht und er jammert und macht aber doch weiter und es war so langatmig und ich mag eigentlich so Rachegeschichten. Guck das auch gerne als Film und so, aber hier, das, ja, es war zu wenig, was wirklich passiert ist. Man hat halt die ganze Zeit nur den Kerl leiden gesehen und das hat keinen Spaß gemacht. Vor allem ist diese Hauptfigur auch so unsympathisch und so langweilig. Wenn man sich besser hätte hineinversetzen können, dann wäre da wahrscheinlich sogar was Besseres draus geworden. Ich mag auch so Rachegeschichten. Das hier ist auch nur so ein ganz einfache. Aber sie zieht sich halt unheimlich. Es ist ein ganz simpler Plot und den hat King hier auf so viele Seiten ausgewalzt, dass es echt schon wehtut. Naja, aber ich will der Geschichte nichts Böses. Ich muss sagen, diese ganze Geschichte, wie er beim Straßenbau anfängt und so weiter, diese ganze Vorbereitung für seinen Plan, als er dann erstmal einen Plan hat, das fand ich eigentlich cool, wie er dann mit seinen Bauarbeiterkollegen umgeht und so weiter und so fort, wie er sich dort durchsetzt und durchquält und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz schön. Was mir auf den Keks ging, und da gebe ich euch vollkommen recht, war dann tatsächlich diese eine Nacht- und Nebelaktion, diese letzten Arbeiten. Das ging mir auch auf den Keks und das dauerte mir auch zu lang. Aber auf der anderen Art, das muss halt lang und quälend sein, weil das war es halt für ihn auch. Ja, aber das sind 7 Jahre in der Geschichte. Ja, das muss es für uns jetzt nicht sein. Ja, das ist nein, aber ich verstehe dich schon. Also ich finde das jetzt auch nicht, dass die Geschichte jetzt absolut schrecklich ist. Sie könnte nur halt erheblich besser sein, wenn er sich ein bisschen zurückgehalten hätte. Ja, da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Aber ich muss sagen, also diese ganze, naja, dass der halt, der ist ein kleiner armer Lehrer und so weiter und so fort. Und was mich halt immer so ein bisschen genervt hat, war weniger die Rache-Thematik, dass es sich daran so aufgehält, sondern dass das für mich viel mehr so eine Neid-Thematik war. Der hat voll die geile Autos und das ging mir auf den Keks an der Person. Aber alles andere konnte ich eigentlich noch ganz gut wegstecken, das ging eigentlich. Ja, aber diese Stimme von seiner Frau oder, naja, seine im Hinterkopf, das wurde auch so ein bisschen irre. Also, da hatte man schon gemerkt, okay, er ist so ein bisschen wahnsinnig geworden bei dieser ganzen Geschichte. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar, wenn ich 7 Jahre lang jemanden verfolge und Rache plane, ist ja klar, dass man da nicht mehr ganz beisammen ist. Irgendwie. Ich hätte auch gerne irgendwie eine Konfrontation gehabt oder irgendwie so einen richtigen Showdown oder so. Gar nicht, das gar nicht. Das war wieder das, was mir auf den Sack ging. Dass wir hier wieder voll diese blöd James Bond verhandelt mit dem bösen Nummer hatten. Ja. Das hätte es für mich gar nicht gebraucht. Das hätte er den einfach dort in das Loch fallen lassen und hätte mit einem Schwung das Ding zugeschoben, dann wäre es gut gewesen für mich. Oder ich hätte gern einen doppelten Boden noch gehabt. Also dass er jetzt irgendwie verfolgt wird von dem Dolan und er ihn irgendwie lachen sieht oder irgendwas. Also es war halt, er plant die Rache, führt sie aus, Ende. Was ich noch schön gefunden hätte, wäre, wenn er diese Rache, ich meine, das ist ja doch schon ein großer Plan und er arbeitet hart dran und
wenn es einfach schief gegangen wäre und sie stehen sich gegenüber und er sagt, ich will Rache für meine Frau und Dolan sagt, wer sind sie? Ja, so ähnlich, genau. Mit sowas habe ich auch zwischenzeitlich gerechnet und dachte, das wär ein schöner Plot-Twist. Also irgendwie ein Kniff noch hätte noch gut getan, der Story. Ja. Hat denn bei euch dieser Klaustrophobie-Effekt funktioniert, als er den dann wirklich eingräbt? Denn da muss ich sagen, das hat bei mir echt gewirkt. Also. Nee, hat bei mir nicht gewirkt, aus dem Grund, wir sind es ja aus seiner Sicht und nicht aus der von Dolan. Wenn es so beschrieben worden wäre, scheiße, ich bin hier im Auto und die Erde kommt drauf, oh fuck, was ist das? Dann vielleicht eher, aber so hat es dann doch nicht geklappt. Nee, also das hat bei mir echt funktioniert, muss ich zugeben. Nee, bei mir auch nicht. Aber wisst ihr, was meine Lieblingsszene war? Der Dolan sitzt ja noch mit seinem Adjutanten da im Auto. Und wie er ihn dann irgendwann, jetzt halt doch mal die Fresse und erschießt ihn. Ja. Das war eigentlich für mich die beste Szene in der ganzen Geschichte. Ja, weil er hat auch wirklich irgendwie genervt. Also der arme Mann, aber ich dachte mir, ja, mein Gott. Es ist jetzt, ich will den Typ nicht jammern hören, es geht doch um diese Rache-Geschichte. Nee, ja, fand ich auch gut. Ja, ich habe noch einen Aufreger an der Geschichte. Und zwar sagt er, ach ja, ich muss unbedingt doch den Bagger wieder mit Diesel volltanken, sonst reicht das ja alles nicht. Und er tut es dann nicht und es geht trotzdem alles gut. Es reicht trotzdem. Und ich dachte mir, ah, okay, er tankt nicht voll, er fährt los, das Ding verreckt, aber nee, es hat einfach null Konsequenzen. Naja, gut. Habt ihr allgemeiner was zu sagen, sonst gehe ich kurz in die Symbolik? Vielleicht noch etwas, also King hat diese Geschichte, wie schon gesagt, in seinem Newsletter veröffentlicht und hat sie danach aber erstmal in die Schublade gelegt, denn er mochte sie wohl auch selbst nicht so besonders. Ich zitiere, sie verschwand in einem Karton mit schlechten alten Sachen. Genau, es kam dann nur halt ein Verleger auf ihn zu, der irgendeine unveröffentlichte Kurzgeschichte als limitierte Edition rausbringen wollte. Und King hat scheinbar in seinen Kisten gegriffen, hat diese Geschichte rausgezogen, Staub abgepustet und gedacht, ah ja, was soll's. Genau. Und hat sie ihm gegeben. Okay, dann gehe ich kurz in die Symbolik. Wir haben ja halt, wie gesagt, eine klassische Rache-Geschichte. Einerseits Rache aus dem Grab, weil halt auch die Frau ihn ja mit ihrer Stimme so ein bisschen motiviert. Aber ansonsten ist es halt Dinge begraben. Das Begraben seiner Frau, dann das Begraben seines Feindes und damit dann das Begraben seiner Vergangenheit. Denn in dem Moment, wo er das erledigt hat, schweigt auch die Stimme seiner Frau. Und was ich noch ganz lustig finde aus den Anmerkungen, King hatte diese Idee, als er wirklich an einem riesigen Loch für Straßenarbeiten vorbeifuhr, während er einen Cadillac vor sich hatte. Das fand ich auch noch ganz putzig. Gut. Sonst noch Ergänzungen zur Symbolik? Nee. Okay. Habt ihr hier eine Verknüpfung gefunden? Ich nämlich nicht. Verknüpfung habe ich auch keine, nein. Okay. Aber Verwertungen gibt's hier. Ja, die gibt es. Und zwar natürlich das Hörbuch. Diesmal gelesen vom Schauspieler Rob Lowe. Und es gibt eine Verfilmung von 2008 mit Christian Slater als Mafia-Boss. Ja, also man kann es gucken, es ist halt so relativ ähnlich wie die Geschichte. man kann es aber auch lassen. Es ist Direct-to-DVD erschienen, das sagt schon so einiges über diesen Film aus. Okay. Habt ihr hierfür Zitate? Ich habe keins. Okay. Flo, du auch nicht? Nein. Okay, dann habe ich nur eins. Erst wenn ein Mann wie ich aufhört zu lachen, fragen sich die Leute, ob mit ihm etwas nicht stimmt. Gut. Wie würdet ihr denn die Geschichte auf einer Skala von 0 bis 19 bewerten? Ich würde sagen, liebe Conny, fang du doch mal an. Ach Gott, immer dieses Bewerten, ja, das finde ich immer, das bringt mich immer in Nöte. Ja, ach Gott. Also ich muss Abzüge geben
durch diese ganzen, weil das, wie wir ja schon gesagt haben, einfach zu lang dauert, diese ganze technische Geschichte, wie er das ausgräbt und das ausschneidet und aber ein bisschen Witz hat's schon. Ach Gott. Ja, ich gebe mal eine 7. Mhm. Okay. Jonas? Ja, ich finde, es hat sich... grundsätzlich war es keine schlechte Geschichte, aber dieses Leiden, während er da gräbt und alles, das... ich gebe 6 Punkte. Mhm. Okay. Ich persönlich würde sogar ein bisschen höher gehen. Ich gebe 10 von 19 Punkten. Ich fand die Geschichte gar nicht so schlecht. Wie gesagt, bei mir hat tatsächlich auch dieser Klaustrophobie-Effekt ein bisschen gegriffen. Und wie gesagt, ich mochte diese ganze Zeit beim Bau, während er dort angefangen hat und so weiter. Das hat mir schon alles ganz gut gefallen. Aber es ist natürlich kein Highlight, da bin ich ganz bei euch. Jo, du hast das letzte Wort. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Es ist eine wieder mal eine klassische EC-Comic-Geschichte, wobei dieser Twist am Ende noch, dann doch noch fehlt. Er hat hier so ein paar Anleihen bei Edgar Allan Poe genommen und ganz ehrlich, bei den Roadrunner-Cartoons. Und das sind alles Sachen, die ich eigentlich mag. Und auch wenn das Ergebnis jetzt nicht zufriedenstellend ist, ich gebe trotzdem 10 Punkte auch. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zur zweiten Geschichte. Nämlich das Ende des ganzen Schlamassels. Hm? Und Flo, hast du hier auch eine zeitliche Einordnung? Ja, wir hätten diese Geschichte eigentlich als letztes machen müssen. Das Ende des ganzen Schlamassels. The End of the Whole Mess ist eine Kurzgeschichte, die erstmals 1986 in dem Science-Fiction-Magazin Omni erschienen ist. Und sie war tatsächlich ein Jahr später auch als beste Short Story für den World Fantasy Award nominiert. Mhm. Ob wir das auch so sehen? Mhm. Mal gucken. Jonas, wie endet denn der Schlamassel? Wir lesen die Aufzeichnung des Schriftstellers Howard Fornoy über den Versuch seines hyperintelligenten Bruders Robert, die Menschheit zu einer friedlichen Rasse werden zu lassen. Diese hat nämlich ein Protein in dem Grundwasser der Stadt La Plata gefunden, in der quasi kein Verbrechen von Einheimischen begangen wird. Und dieses Protein macht er dafür verantwortlich. Er fördert das Grundwasser, destilliert es und schafft es in großen Mengen zu einem Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch steht. Das Experiment funktioniert auch tatsächlich. Die Menschheit wird friedlich. Allerdings entwickeln auch alle Alzheimer-ähnliche Symptome. So dann auch Howard, der sich das Mittel selbst gespritzt hat, bevor er mit dem Schreiben der Aufzeichnung angefangen hat. Und das merkt man dann auch auf den letzten Zeilen, wo sehr viele Schreibfehler auftauchen. Und ja, das endet dann, dass ich die Geschichte vergessen habe. Ich möchte an dieser Stelle übrigens sagen, wir nehmen diese Folge heute in Skype auf. Da habt ihr deswegen kein Push-to-Talk an. Und jetzt hört man endlich mal die Gäste währenddessen schon lachen. Finde ich sehr gut. Ja, wie steht ihr denn zu dieser Geschichte? Ich muss sagen, ich fand die toll. Ja, die hat Spaß gemacht. Ich wusste erst nicht, wo es hingehen soll und so und wie das gemeint war mit, ja, Robert ist der Messias und so, aber ja. Das habe ich am Anfang nicht so kommen sehen. Ich finde sie tatsächlich so schlecht, dass sie schon wieder gut ist. Ja, ich schwanke so zwischen witzig und oh mein Gott, was für ein Schrott. Also, also ja, es ist halt so. Na, ich weiß nicht genau, ist das Absicht, dass das so eine lächerliche Story ist? Also Bobby ist ja dieses Genie. Das fand ich auch am Anfang auch interessant, wie sein Bruder so die Kindheit beschreibt und wie er da in diesem Segelflugzeug tatsächlich abhebt, was er irgendwie mit, wie alt war der, der 8 gebaut hat oder was und so weiter. Aber dann diese Story mit dem Protein im Wasser und dann um die Menschheit quasi vom Bösen zu heilen, das in einen zu einem Vulkanausbruch zu bringen und das so über die Welt zu verteilen. Also ich weiß nicht, das ist schon sehr bescheuert.
Ich weiß nicht, ich fand das eigentlich ganz cool. Also mir hat das tatsächlich Spaß gemacht. Ich meine, es ist nicht schlimmer als die Idee eines Chemtrails, wenn man mal ehrlich ist. Und die Idee, dass Weltfrieden durch Dummheit zu erreichen ist, die finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Naja, im Moment sehen wir ja das Gegenteil. Naja, aber da ist es ja auch Dummheit gepaart mit Bösartigkeit. Ja, ich finde, es ist einfach so herrlich absurd, dass man sagen kann, okay, es ist lustig. Klar, es ist sinnlos, aber das ist dann halt ja egal, wenn man einfach drüber lachen kann. Ich finde das gar nicht so sinnlos. Ich muss euch da widersprechen. Erstens, ich mag das wirklich sehr gerne, was in dieser Geschichte ist, durchkommt, dieses Gefühl des Zeitdrucks. Weil er ja schreibt, während er schon langsam diese akute Vergiftung hat. Und dafür holt er aber auch ziemlich aus. Also er hat irgendwie eine Stunde Zeit. Und ja, das würde ich aber auch machen. Da bin ich ehrlich, ich kann auch nicht anders schreiben. Ich kann das auch nur so ausufern. Dazu möchte ich gerade mein Zitat schon mal vorweg greifen, weil diesen Ausspruch bricht er die ganze Zeit. Scheiße, solche Abschweifungen kann ich mir nicht leisten. Genau. Und was ich halt auch sagen muss, diese kindliche Verzweiflung und auch die Liebe, die am Ende so durchkommt zwischen den zwei Brüdern und so weiter. Ich fand das schön und ich fand das auch irgendwo anrührend auf einer gewissen Art. Also ich finde die gar nicht so dadaistisch, wie sie vielleicht ist, aber ich fand, die hat sehr viel Schönes, die Geschichte. Und nicht nur die Absurdität. Das schon absurd fand ich halt zum einen, dass dieser Kerl so furchtbar intelligent ist, dann halt diese ganze Sache, dass dieser Plan, das Wasser zu holen, zu konzentrieren und dann in den Vulkan zu schleppen. Da halt diese Sache, weil das ist halt, ja. Natürlich. Absurd ist die Geschichte. Das ist das Absurde. Dieses Zwischenmenschliche zwischen den Brüdern, das gefällt mir auch sehr gut. Das finde ich auch nicht absurd. Also zwischen meinen Brüdern und mir ist das anders, aber, aber von uns ist auch keiner hyperintelligent. Aber ja, das war schön. Aber diese Grundgeschichte mit dem Wasser verdunsten und so und dass er überhaupt nicht bei ihm das macht, das ist halt, das ist das Absurde, aber nicht die Geschichte zwischen den Personen. Nein, aber ich glaube halt tatsächlich, dass diese feinen Töne mit Absicht unter dieser Absurdität so ein bisschen versteckt sind. Das ist so mein Eindruck. Das kann sein. Also ich mag die Geschichte auch, sie ist vollkommener Blödsinn, aber ich mag die Geschichte trotzdem. Gerade ja auch wegen dieser feinen Töne. Ich fühle mich aber auch an von der Erzählstruktur an Lovecraft erinnert, der ja auch Geschichten hatte, wo der Protagonist aufschreibt, was ihm passiert ist und seine sie letzten kommen, Worte, die sie auch. Kommen. Genau. Sie kratzen an der Tür, sie kommen, so Sachen. Das hat halt auch wirklich so was Lächerliches. Und trotzdem funktioniert es ja irgendwie. Auf jeden Fall. Also, und hier wirklich, weil er eben nicht nur in dieser. Er rutscht ja nicht nur in die Dummheit ab, sondern. Naja, ich habe halt aus Gründen schon Erfahrungen gemacht mit Menschen, die in Alzheimer abrutschen. Und dass die entweder sie werden bösartig, das ist Variante 1, aber sie haben halt gleichzeitig auch Momente, wo sie wirklich so eben diese pure kindliche Verzweiflung, aber eben diese pure kindliche Liebe auch haben. Und das hat er für mich ja hervorragend getroffen. Ja, also das Ende fand ich auch gut. Anrührend, wo dann praktisch nur noch diese Bruderliebe eigentlich übrig bleibt. Ne? Ich hab dich lieb. So, oh, ja. Ja, aber was mich hier stört, ist auch wieder ein aktuelles Thema, dass die Menschheit zwangsgeimpft wird mit diesem Zeugs. Also die Handlung, die Geschichte, wie sie erzählt ist, das ist alles richtig gut. Das macht mir echt Spaß. Aber die Handlung hat für mich doch erhebliche Schwächen. Ja, okay. Ja. Da gebe ich dir. Und auch allein, dass das Mittel Pazifin heißt.
glaube schon, dass er da extra absichtlich ein bisschen mehr Hochbeit baut. Bin ich ganz bei euch. Also, dass diese Absurdität da als großer dicker Mantel drüber liegt, mit Absicht, da bin ich ganz bei euch. Aber gerade deswegen finde ich halt, hat er so gut getroffen. Weil ich glaube, es ist nicht aus Versehen lächerlich, sondern mit Absicht. Gut. Habt ihr hierzu was zu ergänzen? Sonst gehe ich in die Symbolik. Nein. Okay. Ja, wir haben ja einerseits natürlich dieses Konzept von der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Lustig fand ich ja auch diesen Aspekt, selig sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Mhm. Und was King in seinen eigenen Anmerkungen zu der Geschichte erzählt. Dave King ist das, was man selbst in Neuengland als ein Wunderkind bezeichnet. Mit einem nachgewiesenen IQ von über 150. Spuren von Dave werden sie in Bow Wow Forneys genialen Bruder in das Ende des ganzen Schlamassels finden. Und auch hier eben, wie gesagt, die Bruderliebe, aber andererseits dieses ihm nicht rankommen können und so weiter. Also wie gesagt, dieses ganze Bruderliebe-Element, das hat mir schon sehr gut gefallen. Und das glaube ich ihm tatsächlich, dass das ein Gefühl ist, das er so empfindet irgendwo. Gut. Ist dir hier auch die Verknüpfung aufgefallen, Flo? Ich habe nur eine Verknüpfung hier, die aber eigentlich gar nicht in dieser Geschichte ist, sondern in Ace. Genau. Genau, da erwähnt Mike Hanlon, oder ja, erzählt Mike Hanlon von der Stadt La Plata, wo diese Geschichte hier spielt. Genau, wo sie das Wasser klauen. Genau. Gibt es denn hier eine Verwertung? Ja, tatsächlich. Und zwar gibt es wieder mal eine Episode aus der Serie Nightmares and Dreamscapes. Mhm. Die vierte Folge dieser Serie, also 45 Minuten. Mhm. Sie haben diesmal den Titel übersetzt mit Das Ende vom Ende. Ja, ich glaube, wie schon gesagt, über die Serie müssen wir mal gesondert reden. Mhm. Das könnte ganz interessant werden. Mhm. Und es gibt auch natürlich ein Hörbuch. Diesmal gelesen von Matthew Broderick, der am Ende, wenn in der Geschichte ja die Worte immer abgehackter werden, die Fehler sich immer mehren, das Ganze auch relativ gut gelesen rüberbringt, indem er immer hektischer wird, Worte vergisst, immer undeutlicher wird. Es ist schön umgesetzt. Cool, okay. Gut, habt ihr hierfür denn Zitate und jetzt enttäuscht mich nicht? Ich hab mal schon gefragt. Ich bin hier, um dich zu enttäuschen. Ich auch. Okay. Ich habe. Sie haben ein Kind, das versucht, einen geistigen Nierenstein zu vermeiden, sagte der Arzt. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Und dann habe ich noch. Und so half ich ihm. Und wir haben es versaut. Man könnte sogar sagen, wir haben es durch und durch versaut. Und wollen Sie die Wahrheit wissen? Es ist mir scheißegal. Wir haben alle Pflanzen abgetötet, aber wir konnten das Treibhaut retten. Eines Tages wird hier wieder etwas wachsen, hoffe ich. Gut. Und damit kommen wir zur Bewertung. Und ich sag's gleich vorneweg, ich gebe der Geschichte 18 von 19 Punkten, weil ich die sehr, 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 sehr gerne mag. Und das ist auch mein Highlight aus dieser Sammlung. Und ich würde sagen, Flo, fang mal weiter. Mach du mal weiter. Ich gebe der Geschichte auch immerhin 14 Punkte. Mhm. Gerade weil sie so bizarr ist, wenn tatsächlich die Handlung, na, ich weiß nicht, dann wird wahrscheinlich das rausfallen. Aber 14 Punkte gebe ich auf jeden Fall. Also die Geschichte ist tatsächlich eine der besten in dieser Sammlung, so komisch das klingt. Okay. Und liebe Conny? Ich bin ja ein bisschen unbelasteter. Da ich ja die anderen Geschichten nicht gelesen habe und keinen Vergleich habe, somit kann sie auch nicht positiv rausstechen für mich. Boah, ich würde eher ja so 12 geben, weil ich das ja dafür, dass er so intelligent ist und dann so ein Plan, also das hat für mich halt nicht so ganz zusammengepasst und da bin ich halt dann doch nee. Ich gebe 12. Okay. Und Jonas, du hast das letzte Wort. Ja, ich hatte doch recht viel Spaß in der Geschichte. Ich gebe 15 Punkte. Okay.
Und damit kommen wir zur letzten Geschichte aus dieser Sammlung, zumindest innerhalb unserer Besprechung, nämlich Kinderschreck. Und Flo, hast du dazu was zu sagen? Ja, wir gehen jetzt zum Ende nochmal ganz zurück zum Anfang, denn die Geschichte ist bereits aus dem Jahr 1972 und damals im Männermagazin Cavalier veröffentlicht. Sie heißt im Original Suffer the Little Children und King hat sie für diese Veröffentlichung hier nochmal ja, kräftig überarbeitet. Und unser Kinderschreck erzählt jetzt, worum es hier geht. Emily Seidley ist eine strenge Lehrerin, die ihre SchülerInnen immer im Auge hat, selbst mit Blick auf die Tafel. Eines Tages meint sie, dass der Schüler Robert sich für kurze Zeit in ein Monster verwandelt. Sie lässt ihn später aus einem erfundenen Grund nachsitzen und er sagt, es gäbe noch mehr von seiner Art und er wandelt sich vor ihren Augen. Sie flieht, wird dabei fast von einem Bus überfahren und dann für einige Zeit krankgeschrieben. Als sie wieder in die Schule kommt, erschießt sie 12 Kinder ihrer Klasse, bevor sie aufgehalten wird. In der Nervenheilanstalt Juniper Hill wird sie zu Testzwecken mit behinderten Kindern in einen Raum gesteckt, den sie vorlesen soll. Irgendwann wird ihr das aber zu viel und sie bittet, damit aufzuhören. Und in derselben Nacht begeht sie Selbstmord. Und ab diesem Zeitpunkt fängt der Versuchsleiter dieses Experiments an, die Kinder ganz genau im Auge zu behalten. Okay, vielen Dank. Ja, wie geht's euch denn mit der Geschichte? Ich will euch gleich mal meinen ersten Eindruck erzählen. Und ich hatte während der gesamten Geschichte das Gefühl, das ist die andere Seite vom Bibliothekspolizisten. Nee, das stimmt gar nicht, welche Geschichte. Ja doch, vom Bibliothekspolizisten. Weißt du, welche Geschichte ich meine, Flo? Die, ja, das ist schon richtig. Die mit dem Maler, wo die böse, böse Monsterfrau die Bibliothekarin ist. Die Geschichte meine ich. Ich verstehe, warum du das meinst. Ich weiß nicht, bei mir ist es eher so ein bisschen in Verbindung mit Hier sein Tiger und anderen Geschichten, die wir schon hatten. Aber auch um das mal vorwegzunehmen, ich liebe diese Geschichte. Das war mir klar. Das ist auch wirklich eine Flohgeschichte, glaube ich. Ja, mir hat sie auch Spaß gemacht. Also, das war die erste, wo ich so richtig auch wirklich Freude hatte beim Lesen. Okay. Mich nicht so ein bisschen durchgequält habe. Ich weiß nicht, was ich von dieser Geschichte halten soll. Es ist, ja, es gibt vieles, was ich nicht ganz kapiere und ich weiß jetzt nicht, sind die Monster richtig? Ist sie eigentlich das Monster? Bildet sich alles ein und so? Und diese Widersprüche und das nicht aufgeklärte finde ich eigentlich ziemlich gut, weil es halt viel zu spekulieren gibt. Das finde ich schön, aber andererseits möchte ich auch gerne wissen, was denn jetzt richtig ist. Deswegen, ja, ich bin mir nicht sicher. Naja, wir sind uns erstmal grundsätzlich alle einig, dass Kinder per se gruselig sind. Ist das richtig? Ja. Ja. Gut. Jo. Es gab für mich zwei Dinge, an die es mich erinnert hat. Einmal diese klassische Dorf der Verdammten-Thematik. Großartiger Film im Übrigen, kann ich euch nur empfehlen. Und natürlich auch so diese ganze Body-Snatcher-Geschichte. Genau, vielleicht ein bisschen Kinder des Zorns auch noch reingemixt. Genau. Und wie gesagt, was ich halt hier dran, weshalb mir das eben so ging, als ist das die quasi die Rückseite vom Bibliothekspolizist, war eben wirklich diese Verwandlung. Ja, wo ich das beim Bibliothekspolizisten noch störend fand, wenn sich die Bibliothekarin da verwandelt hatte, dieses böse Monster, da hat es bei mir bei den Kindern schon eher geklappt. Aber wie gesagt, es liegt halt daran, dass ich Kinder grundsätzlich gruseliger finde als Bibliothekarinnen. Vermutlich kennst du auch mehr Kinder als Bibliothekarinnen. Na, da würde ich nicht drauf wetten. Na? No. Nein. Ich mag die Geschichte. Gerade auch diese Zweifel, hat man es hier jetzt mit einer komplett durchgeknallten Lehrerin zu tun, die einfach mal 12 Kinder umbringt? Oder hat man es wirklich mit Monstern zu tun und sie ist die Einzige, die das sieht?
Ich meine, das ist ja so eine ganz klassische Horrorthematik. Ich denke jetzt zum Beispiel an John Carpenters They Live. Sie leben, wo auch hier nur wenig Auserwählte sehen können, die wahren Monster. Oder auch, wir hatten ja hier in dieser Sammlung, wie hießen sie? Die 10 Leute, genau. Da hatten wir auch so was Ähnliches. Und nein, also es ist ja eine sehr kurze Geschichte. Und allein diese Idee, dass sie die Kinder so nach und nach in diesen schalldichten Kopierraum bringt und da umbringt. Man merkt auch... Vor allem frage ich mich, warum sind das dann so dumme Monster? Verstehst du, wie ich meine? Wenn es echte Monster sind, warum sind es so dumme Monster und gehen hin und lassen sich erschießen? Naja, vielleicht, weil es eben keine Monster sind. Und ja, eben, aber... Sie halt irgendwie den Parasiten hat. Aber man merkt der Geschichte schon an, dass sie wirklich älter ist. Ich glaube, heute könnte man das nicht mehr so schreiben. Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Wie ging es euch denn? Also King sagt ja in seinen Anmerkungen selber, dass die Geschichte sowohl zeitlich als auch eigentlich inhaltlich wirklich eher Richtung Nachtschicht passen würde. Und das würde ich voll unterschreiben. Weil hier haben wir zwar auch, wie bei den anderen Geschichten aus Albträumen, so Anleihen an andere Geschichten aus der Horrorliteratur und aus dem Horrorfilm. Aber ich glaube, so vom Monster her gehört das tatsächlich eher zu Nachtschicht. Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also vom ganzen Feeling her, natürlich auch von der Zeit, wie es geschrieben ist, das merkt man schon, die Stilunterschiede. Hätte es da besser reingepasst. Okay. Wie hat denn bei euch dieses Gefühl der Bedrohung funktioniert? Und dieses Gefühl, ständig in einen Hinterhalt zu geraten? Denn das hat bei mir ganz gut geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil Kinder gruselig sind. Genau. Ich hatte hier das Gefühl, es war so ähnlich wie in Manchmal kommen sie wieder. Wo ja auch der Lehrer von älteren Schülern bedroht wird, die ja auch noch Zombies sind, aber trotzdem, dieses Bedrohungsgefühl war da sehr ähnlich. Okay. Ich fand es auch gut. Ich fand es auch sehr, es ist so richtig in der Schwebe, weiß nicht genau, ist sie jetzt irgendwie verrückt geworden oder also... Bildet sie sich das ein? Hat sie eine psychische Störung? Oder sind es jetzt tatsächlich Monster? Man weiß es eben nicht genau. Und diese Doppelbürdigkeit, das finde ich immer gut. Naja, es hat ja sogar drei Böden. Ich meine, das Interessante ist es ja gut. Entweder es sind wirklich Monster, das ist Variante 1. Variante 2 ist, sie hat eine Psychose. Und Variante 3 ist, dadurch der Psychiater am Ende ja auch dann plötzlich paranoid wird. Ist es vielleicht tatsächlich irgendeine ansteckende Psychose oder irgendein Parasit oder irgendwie sowas? Ach, ne, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das fand ich nämlich daran so geil, dass der eben am Ende auch so... Genau. Genau, das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Vielleicht sind es auch zwei sich bekämpfte Spezies, wer genau, weiß. Genau, kann auch sein. Naja, ich möchte an dieser Stelle King kurz zitieren. Anders ausgedrückt, Kinderschreck ist ein grimmiger, böser Witz ohne jeden sozialen Wert. Das gefällt mir an einer Geschichte. Ja, so kann man das nennen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz kurz einen kleinen Hauch von Symbolik reinbringen. Und das ist eben dieser Gedanke der Entfremdung der Generationen. Und dass halt hier nicht wie bei Bibliothekspolizist die Erwachsenen die Bösen sind, sondern dass tatsächlich hier die unschuldigen Kinder im ersten Moment die Monster eventuell sind. Aber dadurch es eben so schwammig bleibt, weiß man das nicht. Ob jetzt die Kinder die Monster sind oder doch die Erwachsenen. Gut, das dazu. Verknüpfungen habe ich hier nur eine gefunden, nämlich durch Juniper Hill. Die kommt ja vor, diese Irrenanstalt, ich glaube in S, die kommt vor in einer kleinen Stadt, wo noch überall. In Stark, in Sarah, in Tommyknockers und in verschiedenen Kurzgeschichten. Genau. Das ist halt in der Nähe von Castle Rock und dann wird es, und natürlich auch Derry dadurch, und da wird es öfter mal erwähnt. Genau. Gibt es denn hier Verwertungen? Es gibt ein Hörbuch, gelesen von Whoopi Goldberg, was ich mir echt lustig vorstelle.
Es gibt zwei Dollar-Babys, also diese Kurzfilme. Mhm. Ein offizieller, der im Jahr 2006 produziert wurde, und es ist wohl im Jahr 2005 einer produziert worden, der 2006 im Internet aufgetaucht ist. Und es wird an einem Kinofilm gearbeitet, seit 2017 bereits. Mhm. Weiß man ja, da wird oft lange dran gearbeitet, mhm, und am Ende kommt was ganz anderes da raus. Dunkler Turm. Okay. Habt ihr denn hier für Zitate? Da muss ich dich diesmal wieder enttäuschen. Warum frage ich euch eigentlich? Ich habe auch nur eins. Wie ausgesprochen willfährig von meinem Gehirn. Das denke ich mir auch oft. Hm. Nun gut. Wie würdet ihr die Geschichte denn bewerten? Und ich würde sagen, wir hatten noch nicht... Jonas, du als Erster? Ja. Ich hatte meinen Spaß an der Geschichte. Ich finde dieses Unaufgelöste einerseits gut, andererseits nicht, aber ich glaube, ich mag es, wenn man spekulieren kann, und deswegen lass ich das mal als mehr positiv stehen, und ich gebe 13 Punkte. Okay, und Flo? Ja, auch diese Geschichte ist für mich ein Highlight in dieser Sammlung. Ich gebe 15 Punkte für 12 tote Kinder und 3 Bonus. Okay, ich würde die auch eher positiv bewerten. Es ist wirklich eine gut geschriebene, kompakte, kurze Geschichte. Ich gebe mal... Ach, ich bin mal groß. Ich gebe mal 14 Punkte. Okay. Ja, mir persönlich hat sie jetzt auch gut gefallen, aber nicht so gut. Und ich würde dann mich auf ungefähr 12 Punkten einpegeln. Gut. Danke. Moment, ich hätte noch was Kurzes, woran ich denken musste. Es gibt einen herrlichen Thread, ich glaube, es war auf Reddit. Da war das Thema gruselige Dinge, die meine Kinder sagen gesagt haben. Das ist super, da musste ich so dran denken, weil es ist manchmal wirklich sehr, sehr gruselig, was Kinder so sehen, mhm, angeblich, oder sagen, ja, die Oma stirbt bald, oder es ist sehr, sehr gruselig. Wie heißt der lustige Mann da hinten in der Ecke? Hm? Ja, ja, genau. Ja, ja. Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mit Albträume durch, oder haben wir noch irgendwas vergessen? Nein, wir haben 21 Kurzgeschichten, ein Drehbuch, ein Essay und ein Gedicht hinter uns gebracht. Ich möchte nicht mehr über das Essay reden. Oder das Gedicht. Ja, wie gehe ich denn mit dieser Sammlung? Wechselhaft, wie bei allen Sammlungen. Ich habe mal so geguckt, tatsächlich sind die Bewertungen gar nicht so schlecht. Aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, von den drei Kurzgeschichtensammlungen, die wir bisher besprochen haben, ist das die schwächste. Nee, das widerspreche ich dir. Also ich fand Skeleton Crew war schlechter. Ich fand die hier okay, aber nicht so berauschend. Aber Skeleton Crew hatte zwar geilere Schlaglichter, aber im Gesamtdurchschnitt fand ich Skeleton Crew doch schlechter. Ende des Jahres werde ich dir dazu die Zahlen liefern. Aber ja, du sagst es, hatte die besseren Schlaglichter. Ich glaube, das ist es, was für mich die Sammlung dann doch besser macht. Hm. Ich meine, beide haben absolute Tiefpunkte. Oh ja. Hier fehlen mir, auch wenn es wirklich gute Geschichten gibt, heute haben wir ja auch Geschichten besprochen, die nicht übel sind oder teilweise auch wirklich gut, aber die ganz großen Highlights haben mir dann hier doch gefehlt. Ja, das stimmt. Es war für mich so eine, ja, haben wir auch schon öfter gesagt im Laufe dieser Sammlung, er hat seine Schublade ausgekippt, was er noch da hatte, und hat das Ganze dann in ein Buch geschmissen. Das hat für mich auch so der rote Faden gefehlt. Ja, das auf jeden Fall. Und das hat mich eigentlich am meisten gestört, das stimmt. Naja, ich würde sagen, wie sieht's denn aus? Also ich habe eine
eine Lieblingsgeschichte, ich habe eine schlimmste Geschichte und ich habe eine, wo mir die Aufnahme am meisten Spaß gemacht hat. Meine Lieblingsgeschichte, die haben wir heute gerade besprochen, das war die mit dem Ende des ganzen Schlamassels. Das war so ein bisschen für mich der Milchmann dieser Sammlung. Die hat mir sehr, sehr, sehr viel gut gefallen. Und die Geschichte, die mir bei der Aufnahme am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich der rasende Finger. Das war die Folge mit dem Hendrion. Weil da mal so richtig den Freud rausholen können und über Kastrationsfantasien reden, das hat Spaß gemacht, das war schön. Und als schlechteste bleibt, glaube ich, bei euch allen die Folge, auch wenn das mit dem Mikado-Elefant eine tolle Folge war, aber rein von den Geschichten her war natürlich Kopf runter und der Diamant und der Bettler oder wie die Geschichte hieß, das waren natürlich die schlechtesten Geschichten. Bettler und der Diamant, ja, das sehe ich auch so. Mhm. Bettler und Diamant plus August in Brooklyn, das waren meine schlechtest bewährtesten. Okay, ja, das war ja das Gedicht, ne? Ja. Er sollte keine Gedichte schreiben. Auf jeden Fall. Also wir hatten schon schöne und vor allem auch skurrile Geschichten, das gebe ich ja zu. Also Popsi oder die Klapperzähne waren sehr schön, der rasende Finger auch und natürlich, was wir heute auch hatten. Ich mochte auch zum Beispiel ja die Hausentbindung. Mhm. So eine schöne Zombie-Geschichte, auch wenn da ein bisschen mehr hätte sein können. Es gibt aber auch Sachen, die mich ein bisschen enttäuscht haben, wie Es wächst einem über den Kopf. Mhm. Ist eine solide Geschichte, aber so als Nachspiel zu In einer kleinen Stadt ist das doch sehr enttäuschend. Ja. Und Sachen wie Zueignung, das Namen ich mir immer noch nicht merken kann. Und dann natürlich diese vielen Geschichten, die sich so an andere Autoren anlehnen. Die waren in den vielen Fällen zwar nett, aber halt wirklich ohne großes Highlight. Ja. Okay. Aber trotz der fehlenden Highlights habe ich gerade mal geguckt, im Schnitt habe ich hier besser bewertet als bei den anderen Sammlungen. Ich glaube ich auch, aber das, wie gesagt, das werde ich mal in Ruhe auseinandernehmen. Wir werden es Ende des Jahres erfahren. Nun gut, liebe Freunde, ich danke euch ganz sehr, dass ihr einerseits mit mir diese Kurzgeschichtensammlung besprochen habt. Und ich danke auch euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, dass ihr euch den ganzen Spaß angehört habt. Und bei uns geht's demnächst weiter mit Romanen. Wir werden demnächst Schlaflos lesen. Was kommt dann? Dann kommt erstmal eine very special Episode mit einer Überraschung. Mhm. Bevor wir dann in der nächsten regulären Folge mit Das Bild weitermachen. Und dann kommt etwas, worauf ich mich freue, weil Dela nicht da ist. Genau, weil Dela das nämlich gar nicht mag. The Green Mile. Genau. Gut, also ihr merkt schon, es bleibt dabei, wir bleiben am Ball und es wird immer weitergehen. Wie gesagt, wie weit bei uns so die Frequenz sich in letzter Zeit halten wird, das werden wir sehen. Aber ich denke, wir bleiben auf jeden Fall in Schwung. Und ihr helft uns damit sehr, weil ihr eben immer trotzdem noch mit uns podcastet, weil ihr euch den Quatsch anhört, warum auch immer. Und deswegen danke ich ganz herzlich der lieben Conny, dass sie auch das zweite Mal wieder mit uns dabei war. Bitte gerne. Und wie gesagt, du wirst uns gerne willkommen das nächste Mal, nicht erst in 3 Jahren. Ja, ich wäre gern wieder dabei, vielleicht mit einem Roman, wo man vielleicht mehr dazu sagen kann. Also diesen kurzen Storys. Das kriegen wir hin. Und wenn ihr gerne dabei sein wollt, dann könnt ihr das gern tun. Ihr braucht einfach nur in unsere Leseliste reinzuschauen. Was schon durchgestrichen ist, hat zwar schon einen Gast, aber meistens können wir dann trotzdem einfach mit mehreren Personen senden. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht nur Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist, und ein Mikrofon zum Reinreden und sonst eigentlich nichts weiter. Wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen möchtet, dann sagt uns Bescheid. Wir würden dann rechtzeitig dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Das soll es an der Stelle auch gewesen sein und ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ciao, eure Dela. Tschüss. Tschüss. Ciao.